Hallo und einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Bundesligaspiel VfL Gummersbach gegen THW Kiel. Das Spiel war zur Halbzeit zugunsten von Kiel mit 11:17 und am Ende hat auch Kiel die Nase vorne mit 23:29. Wir hatten 4.132 Zuschauer in der Schwalbe Arena. Die Hütte war damit ausverkauft. Der VfL freut sich darüber sehr. Wir begrüßen sehr herzlich unsere Gäste aus Kiel. Alfred Gislason, den Trainer und den Geschäftsführer vom THW, Thorsten Storm. Und zu meiner Linken sehen Sie Emil Kotagic, den Trainer des VfL Gummersbach, und Frank Flatten, den Geschäftsführer des VfL Gummersbach. Alfred, ihr hattet eine längere Reise. Jetzt wollt ihr nur zurück nach Hause. Ihr habt in Friesenheim die nächste Runde im Pokal erreicht. Ihr habt ein Trainingslager in Leverkusen gemacht und habt die Punkte aus Gummersbach mitgenommen. Gute Woche, oder? Ja, guten Abend. Also erstmal freue ich mich sehr, in Gummersbach wieder zu sein. Ja, wir fuhren hier mit einem sehr viel Respekt vor diesem Spiel war unwahrscheinlich wichtig für uns. Haben auch deswegen sind wir nicht nach Hause gefahren nach dem Spiel in Friesenheim, sondern hier in der Nähe geblieben und haben versucht, so gut wie möglich auf dieses Spiel uns vorzubereiten. Und ich denke, das ist uns gelungen. Ich glaube, wir haben einer unserer besten Spiele gemacht in letzter Zeit. Also wir haben richtig stabil dieses Spiel durchgespielt, denke ich. In der letzten Zeit war das sehr viel rauf und runter bei uns. Wir haben mal sehr gute Phasen und dann wieder ziemlich riesen Schwankungen in unserem Spiel gehabt. Und heute haben wir das so ziemlich stabil hingekriegt, ein gutes Spiel zu machen, und deswegen freue ich mich sehr. Die Abwehr stand gut. Natürlich kann man nicht Leute wie Kühn momentan ausschalten, der 8 Tore macht. Aber die Abwehr stand sehr gut. Auch Andi hat super gehalten. Und wenn dann der Ball ziemlich flüssig läuft, wie heute bei uns größtenteils, dann haben wir gute Chancen, solche Spiele zu gewinnen, und haben wir heute gemacht. Und riesen Kompliment an meine Jungs. Dankeschön. Dankeschön, Alfred Gislason. Lieber Emir, Trainer des VfL Gummersbach, erste Halbzeit lagen wir dann mit 6 zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unentschieden gespielt. Kann man damit zufrieden sein als Trainer? Ja, schönen guten Abend. Zuerst Glückwunsch an Alfred und THW. Ich denke, das war eine souveräne Leistung. Das, was sie in den letzten Wochen auch öfters gezeigt haben, das, was ich auch in der Vorbereitung gesehen habe, sie haben wirklich spielen sehr gut, sehr geduldig, und wir hatten heute große Probleme. Ob ich jetzt zufrieden bin mit zweiter Halbzeit oder nicht, das ist jetzt nebensächlich. Ich glaube, man kann nur sagen, die Jungs haben Charakter gezeigt, haben nicht aufgegeben, haben versucht, nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Wir hatten auch zweimal kommen wir auf 4 Tore ran, haben sogar Ball, und da machen wir einfach ein paar unnötige Fehler, die vielleicht auch was mit Kräfte schwinden nach den ganzen Krankheiten Stress, die wir jetzt in den letzten Tagen gehabt haben. Aber ich sage trotzdem, dass gegen so eine Mannschaft wie THW müssen wir einfach viel, viel besser ins Spiel kommen. Und das haben wir einfach in der ersten Halbzeit mit einmal 3-0-Lauf, einmal 4-1-Lauf zu Ende der Halbzeit. Ich glaube, das war schon die Vorentscheidung. Die zwei Phasen, wo wir uns ein wenig aufbauen in der zweiten Halbzeit, das war okay, aber hätte, glaube ich, anders ausgesehen, wenn das Ergebnis zur Halbzeit ein wenig enger gewesen wäre. Von daher kann man jetzt das Spiel jetzt erstmal abhaken. Glückwunsch nochmal an Kiel, verdient 2 Punkte. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir in den nächsten beiden Spielen punkten und einfach nicht komplett den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Und da gilt es jetzt Schlag auf Schlag, Mittwoch schon, und dann am Montag gegen Erlangen. Da müssen wir einfach wieder punkten, Erfolgserlebnis bekommen und zusehen, dass wir wieder ins Laufen kommen. Für THW alles Gute für die Saison und danke. Dankeschön, Emir Kotagic. Thorsten Storm, Geschäftsführer des THW, 30 Pluspunkte, 2 Minuspunkte. Sieht doch alles ganz gut aus bei euch. Ja, insgesamt ist natürlich vor allen Dingen die Entwicklung, das, was Alfred eben auch schon sagte, dass die Mannschaft sich so konzentriert hier präsentiert und
Es ist ja so, wenn man da oben steht, dann darf man sich keinen Ausrutscher erlauben. Und das war heute ein sehr gefährliches Spiel. Denn wir haben am Mittwoch dann die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast und in Kiel und haben noch ein Heimspiel mehr gegen den Bergischen HC. Und wir wollen natürlich alle diese Spiele gewinnen. Und da kann man hier nicht eben so im Vorbeigehen zwei Punkte mitnehmen, weil der VfL Gummersbach kann einem das Leben auch ganz schön schwer machen. Und das haben die Jungs sehr souverän gespielt, sehr konzentriert. Ich fand auch den Auftritt von Marco Wuhin heute sehr, sehr gut. Der hat heute sehr konzentriert, auch vor allen Dingen von der 7-Meter-Marke gespielt. Und ja, und zum Zweiten freut es mich, dass wir als THW Kiel hier in Gummersbach die Bude so voll machen, dass das Spiel ausverkauft ist. Das spricht ja auch für Spitzenmannschaften, wenn die irgendwo hinkommen. Und das ist bei uns eigentlich fast immer so, wenn wir irgendwo auswärts antreten. Das hilft ja auch den kleinen Vereinen, die nicht ganz oben stehen. Und das freut mich einfach. Und es ist kein Mittwoch, genau, weil wir machen ja eigentlich nur Ärger als Champions League Club. Das habe ich jedenfalls öfter mal gehört. Frank, ich glaube, dass du als Geschäftsführer des VfL Gummersbach da vielleicht ein bisschen mitsprechen möchtest. Ja, schönen guten Abend. Ich glaube nicht, dass ich da was zu sagen brauche. Das ergibt sich von selbst. Ich glaube, wir haben heute ein schönes Spiel gesehen mit einer engagierten Gummersbacher Mannschaft. Ich bin froh, dass wir an einem Samstagabend gespielt haben. Gegen die Rhein-Neckar-Löwen war die Halle leider nicht voll. Das ist heute anders gewesen, hat aber auch was mit Weihnachten zu tun. Traditionell würden wir auch heute gegen Minden eine volle Halle haben. Ich glaube, wir müssen unseren Jungs ein Kompliment machen. Jeder Verein, auch wenn wir ein kleiner Verein sind, wie es gerade hieß, ist dafür verantwortlich, dass er einen guten Job macht. Und wir in Gummersbach machen den mit Sicherheit und konzentrieren uns jetzt auf die nächsten Spiele. Und ich denke, gegen Erlangen werden wir wieder ausverkauftes Haus haben. Da freue ich mich drauf. Und jetzt gilt es erstmal in Hannover ein paar Punkte zu holen. Dem THW alles Gute. Wünsche euch viel Erfolg. Und ich bin heute stolz auf meine Mannschaft. Danke. Dankeschön an Frank Flatten. Und jetzt, meine Damen, meine Herren, feuerfrei für Ihre Fragen an die Herren. Das möchten Sie nicht tun. Dann darf ich mich bedanken, dass Sie hier waren. Doch, da ist Andrea. Carsten ist am Kopf getroffen worden, das Auge ist geschwollen. Das ist natürlich ein dummer Zufall. Wir gehen davon aus, dass er am Mittwoch wieder spielen kann. Nur er hat das Auge momentan recht dick. Eins habe ich noch vergessen. Weihnachten steht vor der Tür. Allen Zuschauern, allen Fans hier in Gummersbach ein schönes und ruhiges Weihnachtsfest. Das war heute eine tolle Atmosphäre in der Halle. Vielen Dank auch dafür und wir sehen uns dann am 26.12. wieder. Dankeschön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Kieler Delegation, gute Heimfahrt. Wir wollen euch gesund wiedersehen. Ihnen auch wunderbare Weihnachten. Bleiben Sie gesund und munter und wir sehen uns wieder am 26.12. gegen Erlangen. Dankeschön.